Es gibt eine boshafte Form, Menschen beizubringen, dass sie sich nicht auf andere verlassen sollen. Und diese Form führt dazu, dass viele Menschen verletzt sind und kein Vertrauen zu anderen haben, aber auch kein Vertrauen gegenüber Gott haben. Eine Geschichte, die das umreißt und die sich in ähnlicher Form unzählige Male wiederholt hat, möchte ich dir erzählen. Ein Kind klettert auf einen Baum, ziemlich hoch, und sitzt dann auf dem Ast. Und unten ist der Vater von dem Kind und sagt, komm, spring, ich fang dich auf. Und das Kind will nicht und weiß nicht, ist so hoch und es ziert sich. Und der Vater, doch, komm, kannst mir vertrauen, spring, ich fang dich auf. Papa fängt dich. Und in dem Moment, wo das Kind springt, geht der Mann einen Schritt zur Seite und das Kind stürzt zu Boden und verletzt sich. Und im Inneren des Kindes zerbricht in diesem Moment von Entsetzen, von Panik, von Unverständnis etwas. Dann kommt der Vater und sagt, siehst du, das soll dir eine Lehre sein. Du darfst niemandem vertrauen, noch nicht einmal deinen engsten Anverwandten. Wie gesagt, solche Ereignisse gibt es in unzähligen Variationen. Wir vertrauen jemanden und er lässt uns fallen. Wir springen sozusagen jemand in die Arme und wir fallen ins Leere. Das führt dazu, dass Menschen in diesem Moment des Entsetzens und des Schreckens häufig von dämonischen Einflüssen überwältigt werden, die sie ihr Leben lang quälen. Stimmen, die ihnen beispielsweise sagen, du kannst Gott nicht vertrauen, der ist genauso wie dein irdischer Vater, kein Deut besser, er wird dich genauso fallen lassen. Oder solche Dinge. Ja? Stimmen, die einem quälen, dass man niemand vertrauen kann, dass man voller Misstrauen ist und einfach das ganze Leben verhunzen. Vielleicht ist in deinem Leben etwas Ähnliches passiert. Ich möchte dich einladen, komm aus diesem Ding raus. Du kannst frei werden davon. Du kannst den Menschen, die dir was angetan haben, vielleicht war es wirklich dein Vater, vielleicht war es auch eine Art geistlicher Vater, du kannst ihn vergeben, du kannst sie freilassen und du kannst selber frei werden. Gott will, dass du von diesen Stimmen, von diesem Denken, von diesem Entsetzen frei wirst, von diesem quasi traumatischen Erlebnis frei wirst. Er möchte, dass du in eine Freiheit kommst, die wirklich von ihm ist. Er hat alles gegeben, damit du wirklich in seine Arme springen kannst. Im ersten Johannesbrief lesen wir beispielsweise davon. Da heißt es, seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Oder wie es heißt, hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Gott hat alles gegeben. Er hat seine Liebe offenbar werden machen. Er ist vertrauenswürdig. Wenn kein Mensch vertrauenswürdig ist, Gott ist vertrauenswürdig. Und ich lade dich ein, diese Blockaden und dieses, was dich zurückhält, hinter dir zu lassen und wirklich Gott zu vertrauen. Er ist vertrauenswürdig. Und wenn du dich ihm zuwendest, dich ihm anvertraust, sozusagen in seine Arme springst, dann wirst du merken, dass er dich auffängt und sicher in seinem Arm birgt. Ich glaube, es ist der Zeitpunkt, wo du frei werden kannst von diesen Dingen, die dich schon so lange gequält haben. Ich glaube, es ist der Zeitpunkt, wirklich hinzugehen zu Gott und zu merken, er ist ein Vater, der wirklich liebt. Ich glaube, Gott hat mehr für dich.